Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Marvel Talk. Und heute reden wir mit euch über Thor. Jetzt sind wir schon mitten im MCU angekommen. Wir haben schon einige Helden kennengelernt und in dem Film Thor lernen wir logischerweise Thor kennen. Und ja, nein, wer hätte das gedacht? Und hier verlassen wir mal die Erde und sind nämlich in Asgard. Also lernen ein bisschen mehr von dem MCU kennen. Und ich finde, der erste Thor hat einige Stärken und auch ein paar Schwächen. Und wie siehst du das denn? Genauso, hat Stärken und Schwächen. Oh, ja, dann sind wir uns ja, das war dann auch schon diese Folge. Nee, der hat Stärken natürlich der Charakter Thor, der Charakter Loki. Mhm. Schwächen für mich der Destroyer. Ich finde, der sieht völlig bescheuert aus. Ja, der sieht wirklich. Mhm. Also, Blechbüchse. Da hätten sie was Besseres nehmen können. Odin. Odin. Also als Stärke, jetzt nicht als Schwäche. Ja, wie kann man Anthony Hopkins als Schwäche bezeichnen? Der war wirklich klasse, ja. Ja, ich finde auch, die Besetzung ist sehr, sehr gut gelungen. Also erst dachte ich so, Chris Hemsworth ist irgendwie ein bisschen zu jung, ein bisschen irgendwie zu geleckt, ein bisschen zu sehr Sunny Boy. Ja. Aber im Laufe der Thor-Filme, muss ich sagen, ist es doch eine sehr, sehr gute Besetzung gewesen. Und vielleicht war es am Anfang auch wirklich so gewollt, dass er einfach noch so, ja, so jung und unerfahren ist, was er in dem Film ja auch irgendwie ist. Und das draufgängerisch. Ja, er ist einfach noch so unreif. Er ist einfach als Charakter noch nicht besonders gut geformt. Und deswegen war es wahrscheinlich auch denn die Wahl dann auf Chris Hemsworth gefallen, der dann doch irgendwie ein bisschen so einen jungen, unerfahrenen, ungeformten Thor spielt. Ja, also kannst du ja den Charakter nicht schon direkt am Anfang auserzählt haben. Das wäre ja total langweilig. Deswegen, am Anfang dachte ich so, irgendwie finde ich ihn nicht so passend. Aber im Nachhinein muss ich sagen, doch, ist eine gute Besetzung gewesen. Ja. Wo ich von Anfang an überhaupt keine Zweifel habe, war Tom Hiddleston als Loki. Ja, da. Also da braucht man gar nichts drüber sagen. Also der spielt das so perfekt und so großartig mit diesen verschmitzten Grinsen und diese Hinterlistigkeit, das ist so großartig. Also im ersten Film mochte ich Loki deutlich mehr als Thor, weil er einfach so großartig gespielt hat. Das hat sich bei mir auch nicht geändert. Ja. Also Loki ist einfach top. Also er ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem MCU. Ja. Und Tom Hiddleston spielt den einfach nur fantastisch. Und auch Odin wird so gut gespielt von Anthony Hopkins. Also der ist ja sowieso ein Schauspieler wirklich auf dem Level, wo der fast unangreifbar ist. Also der könnte auch wahrscheinlich einfach nur rumsitzen und irgendwie sich am Kopf kratzen und man würde das trotzdem abfeiern. Direkt einen Oscar geben dafür. Ja, so, Kopf kratzen, Ast rein. Ich finde ihn toll in der Rolle und ich fand es auch klasse, dass er sozusagen die Marvel-Filme, die am Anfang ja noch so, es sind halt Comic-Verfilmungen, das ist ja irgendwie nichts Besonderes, dass er diese Filme durch seine Anwesenheit irgendwie noch ein bisschen aufgewertet hat, weil man denkt, okay, wenn sogar ein Anthony Hopkins da mitspielt, dann kann das ja wirklich gar nicht so schlecht sein. Richtig. Ich meine, ich wusste von Anfang an, dass es gut ist, aber es gab ja Leute, die sagen so, Comics, ist ja nicht so was Besonderes, aber hier wurde dann deutlich, okay, wir reden hier jetzt von einer besonderen Form der Literatur, die auch großartige Filme hervorbringen kann. Und da finde ich solche Unterstützung von so hochklassigen Schauspielern richtig klasse. Das sieht man ja später auch, Sylvester Stallone. Helen Mirren ist mit dabei. Also es sind halt wirklich inzwischen so hochklassige Schauspieler dabei, die seit Jahrzehnten bekannt sind, die trotzdem Rollen dort haben wollen. Also wenn die daran kein Interesse haben, die müssen es ja nicht, die haben ja so viel Geld, dass die das gar nicht machen müssten, wenn sie kein Interesse an diesem interessanten Universe hätten. Und deswegen fand ich es gut, dass er mit dabei ist. Er spielt das toll. Tom Hiddleston ist ein großartiger Antagonist, den man trotzdem total sympathisch findet und den man immer wieder sehen möchte. Ja. Thor ist auch ein interessanter, ungeformter Charakter, der sich erstmal weiterentwickeln muss. Und auch Nebenrollen wie zum Beispiel Jane Foster fand ich mit Natalie Portman großartig besetzt. Ich mag Natalie Portman sehr. Ja. Und ich fand es fast ein bisschen schade, dass sie nicht noch mehr Screentime hatte, weil sie eigentlich ein echt cooler Charakter ist und Jane Foster, wenn man die Comics kennt, ist wirklich halt so die Stütze von Thor und absolut auf gleichwertig mit ihm. Deswegen fand ich es eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht so viel von ihr sieht. Und
Was für mich ein bisschen eine Schwäche des Films war, die beiden lernen sich kennen, sind sich offensichtlich sympathisch, verlieben sich auch miteinander und dann ist er wieder weg. Aber man hat das Gefühl in dem Film, das war so an einem Wochenende. Ja. Also, dass es super schnell gegangen ist und deswegen ist es nicht ganz nachvollziehbar, dass sie so unfassbar viel da rein investiert. Hm. Dass der, oh nein, er ist weg, ich muss ihn unbedingt suchen. Ich meine, klar kann man jemanden kennenlernen und denken, boah, cooler Typ. Ist richtig nett. Tja, jetzt ist er wieder weg. Naja. Ja, es wirkte Leben wirklich ist, wie eine Woche maximal. Ja, es war sehr, sehr schnell. Also ich hätte es glaubhafter gefunden, wenn die Anwesenheit von Thor auf der Erde und seine persönliche Beziehung mit Jane Foster, wenn das über mindestens so 2 Monate gegangen wäre, wo man denkt, okay, die beiden haben sich jetzt kennengelernt. Sie haben irgendwie zusammen irgendwie schon viele Gemeinsamkeiten gefunden, haben eine Bindung entwickelt. Aber nach einer Woche, selbst wenn man jemanden super toll findet, ist einfach nicht diese Bindung da, die dann suggeriert wurde, dass sie von ihrer Seite dann entstanden wäre. Auch wenn er, ich glaube, in den Endcredits, da kam er auch wieder, ne, nochmal, glaube ich, auf dem Balkon, oder war es Teil 2? Nee, Teil 1. Da ist er nochmal wiedergekommen, ganz am Ende. Aber tatsächlich, ja, es wirkte wie eine Woche. Es war sehr schnell, es war zu schnell, um glaubwürdig zu sein für eine persönliche Beziehung zwischen 2 Charakteren, dass die sich so wichtig sind, dass sie denn wirklich gar nichts anderes gerade im Kopf hat, als nach Thor zu suchen. Ich meine, sicherlich, wenn sich das irgendwie mit ihrer Arbeit vereinbaren lässt, kann man das ja machen, aber naja, wie gesagt, sie hat ihn gerade erst kennengelernt, jetzt ist er wieder weg. Sie hat ja immer noch irgendwie ihre Freunde, ihre Familie, ihren Job und so weiter, um die sie sich auch kümmern müsste und müsste jetzt nicht so, oh Thor, du bist jetzt mein ganzer Lebensinhalt. Das fand ich komisch. Ja, das stimmt, ja. Zumal, kleiner Vorgriff auf den ersten Avengers, er ja dann auf der Erde ist. Das wollte ich gar nicht noch schon sagen. Hm. Ja, genau. Es wird einfach nur in einem Nebensatz abgefrühstückt, dass es ihr gut geht. Sie wurde weggebracht von S.H.I.E.L.D. irgendwo hin, wo es ihr gut geht. Und das war's. So. Ja, man denkt so, ja, okay, sie hat jetzt ewig lange nach ihm gesucht und sämtliche Möglichkeiten irgendwie gesucht, ihn wiederzufinden. Ja. Und er kommt auf die Erde offensichtlich ohne großartige Probleme. Es hieß ja so, oh nee, jetzt ist Schicht im Schacht, der kommt nie wieder. Und er ruft die nicht mal an. Ja. Also ich meine, okay, das Tor, der aus Asgard kommt, vielleicht nicht unbedingt mit dem Telefon vertraut ist, aber es sind ja Leute um ihn herum. Ja. Und dann auch hier Nick Fury, der könnte mir einfach mal ein Handy in die Hand drücken und sagen, so hier, kannst du mal Jane anrufen. Richtig, mit der Torle kommen. Ja, schlechtes Wortspiel, der Counter geht weiter. Also es ist so, ja, das wirkte so, als hätte er es komplett vergessen. Als wenn ihm das überhaupt nicht wichtig wäre. So, ja, jetzt bin ich auf der, ach ja, da war ja mal was irgendwie. Richtig, also, genau. Ja, also wenn das schon so im ersten Teil so hingestellt wird, dass das die große Liebe zwischen den beiden ist und die beiden gar nichts anderes mehr denken können, als wieder zueinander zu finden, dann mit so, ja, sie ist in Sicherheit, okay, dann kümmere ich jetzt mich mal um irgendwelche Aliens hier. Ja, aber das war auch das Einzige. Ja, also, das war eine kleine Logik, ich meine, fand ich. Der Rest, ich meine, Asgard sah fantastisch aus. Ich find das so richtig, auch wenn das aussah wie eine riesengroße Orgel, ja. Aber irgendwie schon cool. Dann, wen ich auch sehr, sehr mochte, Heimdall. Ja, Heimdall ist cool. Der Charakter, total klasse, auch super gewählt. Der Schauspieler meinte wohl selber, er weiß gar nicht, was das MCU ist, immer noch nicht. Der hat keinen Film geguckt. Finde ich sehr, sehr witzig. Ja, irgendwie. Ich bin mit dabei, aber keine Ahnung, was hier eigentlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand das irgendwie sehr lustig in dem Moment. Ja, ich muss sagen, Heimdall finde ich sehr, sehr gut gewählt. Ja. Also da gab es ja, als der Film rauskam, irgendwie so ein bisschen so Buhai, so ein schwarzer Heimdall, wie geht denn das jetzt irgendwie? Ich denke mir, hallo, wir sind hier in einem Comic-Universum und irgendwie, ihr stört euch nicht an Aliens und irgendwelchen Tentakelmonstern, an irgendwelchen Hulks und so weiter, aber ein schwarzer Heimdall, das geht nicht. Das war so, bescheuert, sowas. Ja, meine Güte, es ist ein Fantasy-Universum und natürlich ist das kann man sich da gewisse Freiheiten nehmen. Und ich finde, Idris Elba ist ein großartiger Schauspieler und er passt als Heimdall großartig. Deswegen, Leute, guckt nicht auf sowas wie Hautfarbe, wenn es einfach von den schauspielerischen Qualitäten her passt. Ich meine, es gibt auch eine weibliche Version von allem. So. Ja. In den Comics, da wird sich wahrscheinlich auch keiner drüber aufgeregt haben, weil es einfach ist halt so. Wenn man sich überlegt, hier irgendwie, als es mal ein paar Comic-Hefte mit einer weiblichen Thor gab, also da haben sich ja auch Leute aufgeregt. Oder Ironheart irgendwie. Völlig bescheuert. Ja. Das ist ein Comic. Ja, eben, es ist ein Comic. So geschrieben ist, so fertig. Und da gibt es halt auch Frauen und da gibt es halt auch Leute mit anderen Hautfarben. Und so wie in der realen Welt tatsächlich auch. Deswegen finde ich solche Diskussionspunkte echt immer albern. Weil ich finde, guckt auf den Charakter, hat der Schauspieler das gut gespielt? Und wenn ja, meine Güte, es ist ein Film, guckt euch es doch einfach mal an. Und
vielleicht auch über ein paar Grenzen heraus, falls ihr die irgendwie in euren Gedanken habt. Richtig, genau. Was ich noch sehr, sehr toll fand bei dem Film, war die Szene, wo Thor zu seinem Hammer gegangen ist, den ich nicht mehr hochheben konnte. In diesem abgeschirmten Areal von ja, S.H.I.E.L.D. wo sie dann den gefunden haben. Ja. Und, das fand ich auch in war das Thor? Da habe ich ganz vergessen. In Iron Man 1 habe ich ganz vergessen zu sagen, die Endcredit-Scene, wo man dann sieht, dass Agent Carlson da stand und dann gesagt hat, wir haben ihn gefunden. Und dann sieht man, hört man so Donnergeräusche und dann sieht man halt, ich glaube, den Griff, glaube ich sogar nur. Also ganz, also nur silhouettenhaft, da wusste man, haha, Thor kommt jetzt. Ja, ja, genau. Das fand ich, wie das alles sich so verbindet, finde ich klasse. Mhm. Und fand halt auch sehr, sehr schön zu sehen, dass er den Hammer dann nicht hochheben konnte, dass ihm ja, dass er unwürdig war, dass ihm das ja genommen wurde. Und auch dort fand ich es sehr, sehr krass zu sehen, wie sein Bruder mit ihm spielt. Mhm. Thor wurde ja festgehalten. Dann in dem Moment taucht ja Loki auf und sagt, das ist das letzte Goodbye. Die Leute in Asgard, glaube ich, denken, du bist tot oder so. Irgendwie so. Oder nee, du hast den Vater getötet. Ja. Er ist ja in den Odin-Schlaf gefallen. Mhm. So war es nämlich. Genau. Und lässt ihn dann quasi in dem Glauben da und haut einfach ab. Mhm. Das ist total krass. Ja, das ist ziemlich mies von Loki. Aber gut, es ist Loki. Was hat man da erwartet, dass er irgendwie einfühlsam ihm auf die Schulter klopft? Wahrscheinlich eher nicht. Und später zeigt er ja auch wieder, dass er würdig ist. Mhm. Weil er sich ja quasi opfern würde für Menschen und dann gegen diesen lustigen Destroyer kämpft. Ja, ich muss auch sagen, dass Thor natürlich eine positive Entwicklung durchmacht. Es gibt auch einige witzige Szenen, wie zum Beispiel, wenn er in den Tierladen geht und ein Pferd kaufen will, da gibt es natürlich denn kein Pferde, oder wie er zum ersten Mal Kaffee trinken in die Tasse auf den Boden schmettert. Das ist so eine Fish-out-of-water-Situation, wenn er irgendwie aus Asgard kommt, in der normalen Welt, und sich aber trotzdem verhält, als wäre er noch in Asgard. Ja. Das sind natürlich witzige Szenen und das ist schon gut gemacht. Und man sieht auch, dass Thor sich dann vom arroganten, überheblichen Typen zu einem sympathischen, nicht mehr ganz so überheblichen Typen entwickelt. Das ist schon... Auch noch, aber... Also da geht noch ein bisschen was, aber auf jeden Fall sieht man hier auch, dass der Charakter nicht stagniert. Das finde ich in Filmen auch immer ziemlich wichtig. Und das ist wirklich ein großer Pluspunkt des Films. Wie gesagt, Minuspunkt, dass diese Zeitspanne von Thor kommt auf die Erde und Thor geht wieder zurück so kurz wirkt. Und dass auch der Endkampf vergleichsweise unepisch ist, weil die sind da in einer ganz kleinen Stadt in der Wüste. Ja. Und wenn man das denn mit Dimensionen vergleicht zu anderen Kämpfen aus dem MCU, wo es wirklich um was geht. Ich meine, natürlich wäre es schlimm gewesen, wenn diese kleine Stadt irgendwie beschädigt oder zerstört worden wäre. Aber es ging ja immer noch um ein, zwei Dutzend Häuser und Leute, die eventuell auch noch fliehen können. Das wäre gar nicht so ein riesengroßer Schaden gewesen. Mhm. Denn es ist nur dieser unepische Destroyer, der so ein paar Strahlen schießen kann. Also es war schon... Und echt dumm aussah. Ja, der sah nicht gut aus. Also der sah wirklich echt nicht gut aus. Also da erwarte ich eigentlich in einem Film, der so hochklassig produziert ist, eigentlich optisch ein bisschen was Besseres. Das sah wirklich aus wie, ja, weiß ich nicht, so eine Art Mülleimer. Ja. Aber ich finde es lustig, dass sie sich auch selber auf die Schippe genommen haben, wo die vier Kollegen von Thor dann auf die Erde kommen, um ihn abzuholen. Gehen sie auch diese Straße entlang und oben auf den Dächern ist, glaube ich, die Polizei und meint dann auch, ist hier irgendwo so ein Mittelalterfest oder hier laufen die vier Power Rangers lang oder so. Ja. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, das war eine witzige Szene, aber ich muss sagen, ich finde die vier Kollegen von Thor bleiben unfassbar blass. Ja, das stimmt. Also, die sind einfach nur da. Und man merkt zum Beispiel, also mir ist es, obwohl ich mich jetzt zum Beispiel bei Iron Man 1 und 2 daran gestört habe, dass ein Charakter einfach ausgetauscht wird, da wurden ja auch Schauspieler ausgetauscht. Da habe ich es kaum bemerkt. Weil die einfach so im Hintergrund geblieben sind und so unwichtig waren, dass ich das wirklich nicht registriert habe, bis ich das irgendwann mal in einem Artikel gelesen habe. Ich dachte so, ach so? Ja, okay. Also die vier hätten wirklich echt ein bisschen mehr Profil gebraucht, ein paar mehr Szenen, wo sie auch irgendwie persönlich vorgestellt werden, damit man irgendwie einen Bezug zu denen hat. So war es einfach nur, die sind irgendwie so Hintergrunddekoration. Aber es war halt auch Thor und nicht Thor und seine vier Kollegen. Also ja. Das wäre ein bisschen unepisch gewesen. Aber die vier Kollegen hätte man ohne jegliches Problem einfach weglassen können. Ja, auf jeden Fall. Die waren nur da, um das vielleicht alles ein bisschen dramatischer zu machen. War das in dem Teil oder im nächsten? Die brauchten ja den. Er brauchte sie ja um. Nee, das war im nächsten Teil, glaube ich, um diesen Plan zu
auszuarbeiten, dass sie runter von Asgard nach Midgard wiederkommen. Aber das war im nächsten Teil. Ja, auf jeden Fall. Naja, die hätte man weglassen können. Die sind leider ein bisschen blass gewesen. Hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, mehr gewünscht, dass auch Thors Verbündete ein paar, ja, mehr persönliche Bezüge bekommen hätten. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also, wie gesagt, die Zeitspanne war nicht so richtig optimal gewählt. Der Endkampf war ein bisschen unepisch und die vier Kollegen von Thor, die so unwichtig sind, dass ich mir nicht mal deren Namen gemerkt habe, hätten ein bisschen ausgearbeitet werden sollen oder man hätte sie auch komplett weglassen können. Aber ansonsten ein wirklich solider, guter Film, den man sich definitiv gut angucken kann. Und dennoch von den drei Thor-Filmen, der ist, den ich ein bisschen am schwächsten finde. Mhm. Aber einfach nur, weil Thor 2 ziemlich gut ist und Thor 3 großartig ist. Im Gegensatz zu vielen Kritikern, die ja Thor 2 völlig kacke finden. Ich finde ihn nicht kacke. Ich auch nicht. Aber viele finden den wirklich nicht gut. Ich finde den großartig. Thor 2 wird ja demnächst noch kommen und was wir daran gut und vielleicht nicht so ganz gut finden, das werdet ihr denn in einer der kommenden Folgen vom Marvel Talk sehen. Das wäre jetzt erstmal unsere Folge zu Thor 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Punkte habt, die ihr uns noch mitteilen wollt, zu Thor an sich selber oder vielleicht auch zu unserem Format, schreibt es ruhig in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Das war's denn von dieser Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten. Bis dann. Tschüss.